Text 21. Die Logik der Vernichtung. Moishe Posthon über den Antisemitismus. Moishe Posthon, der heute an der University of Chicago lehrt, hat bereits 1979 einen Text zur Logik des Antisemitismus publiziert, der schon damals die ungeteilte Aufmerksamkeit der Linken verdient hätte, aber erst seit Beginn der 90er Jahre in breiteren Kreisen in Deutschland und Österreich rezipiert wurde. Im Rahmen der Begleitveranstaltungen zu der Berliner Ausstellung Aktion 3 Deutsche verwerten ihre jüdischen Nachbarn hat Moishe Posthon im Audimax der Humboldt-Universität am 17. Juli einen Vortrag gehalten, der sich auf zentrale Teile eben dieses Aufsatzes stützt und seine wichtigsten Thesen nochmals erläutert. In dieser Sendung geben wir den Vortrag von Posthon geringfügig gekürzt wieder. In der Folgesendung dokumentieren wir die Diskussion, die sich daran angeschlossen hat. Ich möchte heute den Versuch unternehmen, zwei in allgemeinen aus völlig unterschiedliche geltende Diskurswelten zusammenzuführen. Einerseits wird der Holocaust als Ereignis von tiefer historischer Bedeutung betrachtet, als Bruch in der Zivilisation und der Geschichte, als entscheidendes Ereignis in der Geschichte dieses Jahrhunderts. Andererseits neigen neuere Veröffentlichungen, die sich mit der übergreifenden historischen Struktur des 20. Jahrhunderts beschäftigen, dazu, den Holocaust zu marginalisieren. Beispiele hierfür sind Eric Hobsbawms Das Zeitalter der Extreme oder Giovanni Arrighi's The Long 20th Century. Entweder bleibt der Holocaust gänzlich unerwähnt, oder er wird nicht mit der von den Autoren vorgelegten historischen Struktur in Zusammenhang gebracht. Einige neuere Veröffentlichungen versuchen, wie ich vorher gesagt habe, die übergreifende historische Struktur des 20. Jahrhunderts zu erfassen. Ich beziehe mich hier auf Eric Hobsbawms Das Zeitalter der Extreme. In seiner Analyse des kurzen 20. Jahrhunderts unterscheidet Hobsbawm drei Epochen. Die erste, die von 1914 bis zu den Folgen des Zweiten Weltkriegs reicht und als Zeitalter der Katastrophen bezeichnet wird, das gekennzeichnet war durch die beiden Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Krise der Demokratie sowie der Aufstieg von Stalinismus, Nazismus und Faschismus. Dem folgte von etwa 1947 bis Anfang der 70er Jahre unerwartet das sogenannte goldene Zeitalter des schnellen Wirtschaftswachstums, der Ausweitung der Wohlfahrtsstaaten, der relativen politischen Stabilität und eines funktionierenden internationalen Systems. Diese sogenannte goldene Zeitalter wurde Anfang der 70er Jahre durch eine neue Epoche abgelöst, die durch das erneute Auftreten von Wirtschaftskrisen, Massenarbeitslosigkeit, zunehmende gesellschaftliche Differenzierung, den Zusammenbruch des internationalen Systems und katastrophale wirtschaftliche Krisen in Teilen der Welt gekennzeichnet war. Die von Hobsbawm vorgenommene Periodisierung bringt eine Reihe von wesentlichen Veränderungen im Verhältnis des Staates zur kapitalistischen Wirtschaft zum Ausdruck. Charakteristisch für die erste Epoche sind die unterschiedlichen Versuche, auf die weltweite Krise des liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts zu reagieren. Dahingegen war die zweite Epoche sowohl im Osten als auch im Westen durch eine erfolgreiche staatszentrierte Synthese gekennzeichnet, von der ein großer Teil der Bevölkerung der Metropolen profitierten. Im letzten Drittel des Jahrhunderts löste sich diese Synthese auf. Es kam zur Schwächung des Nationalstaaten als wirtschaftlich souveräne Einheiten, zu einer Aushöhlung der Wohlfahrtsstaaten im Westen, zu dem Zusammenbruch des Parteibürokratien im Osten und zu der scheinbar triumphalen Wiederauferstehung der unregulierten Marktwirtschaft. Die von Hobsbawm unterschiedenen Epochen sind allgemein und übergreifend
und umfassen viele Länder und Regionen. Sie lassen auf umfassende historische Prozesse schließen, die mit der Politik einzelner Staaten oder lokaler Kontingenzen nicht hinreichend erklärt werden können. Darüber hinaus sind Vorstellungen von historischer Linearität durch die von Hobsbawm beschriebenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationen der letzten Jahrzehnte erschüttert worden, auch wenn sie in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus denkbar waren und insbesondere mit den Diskursen zu Modernität und Modernisierung in Verbindung zu bringen sind. Diese Transformationen haben auch die zentrale Bedeutung des Kapitalismus als strukturgebende historische Kategorie unserer Zeit hervorgehoben, ein Thema, auf das ich zurückkommen werde. Die Frage lautet also, ob der Holocaust und seine Folge historisch in einer Weise erfassbar sind, die mit den Betrachtungen Hobsbawms auf allgemeiner historischer Ebene zusammengeführt werden kann. Dazu ist zunächst eine Klärung der Hauptmerkmale des Holocaust erforderlich. Der Holocaust ist oft mit Begriffen wie einmalig belegt worden, was leider oft als Wettbewerb um das größte Leiden verstanden wurde. Das sollte jedoch nicht von der grundlegenden Frage ablenken, die sicher keine theologische Frage oder Frage der Quantität ist, weder hinsichtlich der Zahl der Menschen, die ermordet wurden, noch hinsichtlich des Ausmaßes ihres Leidens. Es gibt zu viele historische Beispiele für Massen- und Völkermord. Es geht vielmehr um eine qualitative Besonderheit. Bestimmte Aspekte der versuchten Ausrottung des europäischen Judentums durch die Nazis bleiben so lang unerklärlich, wie der Holocaust unter die allgemeine Kategorie Massenmord subsumiert wird, als Ergebnis einer mörderischen Sündenbock-Strategie zum Beispiel, deren Opfer auch sehr gut Mitglieder irgendeiner anderen Gruppe hätten gewesen sein können. Charakteristisch für den Holocaust war sein programmatischer und umfassender Charakter. Die Juden sollten total ausgerottet werden. Alle Juden, auch die Kinder, sollten getötet werden. Zudem war die Judenvernichtung offensichtlich nicht funktional. Sie war kein Mittel zu einem anderen Zweck. Die Juden wurden nicht zum Beispiel aus militärischen Gründen oder aus Sicherheitserwägungen heraus ermordet, auch nicht aufgrund demografisch-wirtschaftlicher Planungen. Auch ähnelt die Politik der Nazis gegenüber den Juden nicht ihrer Politik des Massenmordes an Polen und Russen, die darauf ausgerichtet war, jene Teile der Bevölkerung auszulöschen, um die herum sich am leichtesten Widerstand hätte kristallisieren können, sodass der Rest als Heloten besser ausgebeutet werden konnte. Die Vernichtung der Juden musste nicht nur total sein, sondern war sich selbst Zweck. Ausrottung um der Ausrottung willen, ein Zweck, die absolute Priorität beanspruchte. Funktionalistische Erklärungen der Holocaust, Analysen, die versuchen, ihn in Begriffe instrumentelle Vernunft zu fassen, sowie die üblichen Sündenbock-Theorien können nicht einmal in Ansatz erklären, warum in den letzten Kriegsjahren, als die deutsche Wehrmacht von der Roten Armee überrollt wurde, ein bedeutender Teil der logistischen Infrastruktur nicht für die militärische Unterstützung des Heeres genutzt wurde, sondern für den Transport von Juden zu den Gaskammern aus so weit entfernten Orten wie der Insel Rhodos im Sommer 1944. Eine adäquate Interpretation des Holocaust muss in der Lage sein, diese qualitative Besonderheit der Ausrottung des europäischen Judentums zu erfassen. Diese Besonderheit muss auch im Hinblick auf den Nazismus als Bewegung verstanden werden, eine Bewegung, die nach ihrem eigenen Selbstverständnis eine Revolte darstellte. Darüber hinaus muss sie mit Hilfe von Kategorien erfassbar sein,
die zwischen Holocaust und allgemeinen historischen Entwicklungen vermittelt, wie sie zum Beispiel die oben beschriebene Unterteilung in geschichtliche Epochen darstellt. Eine solche historische Periodisierung sowie die Beschreibung der Besonderheit des Holocaust deutet darauf hin, dass eine analytische Neubewertung erforderlich ist. Die Einteilung des 20. Jahrhunderts in historischen Epochen erinnert uns daran, dass der Holocaust nicht das Ende der Geschichte war. Das gilt nicht nur im oberflächlichen Sinne, dass seit der Holocaust bereits ein halbes Jahrhundert vergangen ist, sondern auch insofern, als sich die allgemeine Struktur und Beschaffenheit des gesellschaftlichen Lebens seither mehrfach gewandelt hat. Es gilt aber auch darüber hinaus in dem intellektuell und emotional provokativen Sinne, dass selbstemanzipative Projekte nicht mit Auschwitz endeten. Deshalb muss sich die Frage der Historisierung des Holocaust aus der Perspektive des zu Ende gegangenen 20. Jahrhunderts anders darstellen als in den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Ansätze zur Erklärung des Holocaust erscheinen in einem kritischen Licht, wenn man sie daraufhin untersucht, inwiefern sie sowohl die Spezifik des Holocaust als auch die Problematik der Vermittlung zwischen dem Holocaust und dem eben beschriebenen allgemeinen historischen Rahmen berücksichtigen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet erscheinen eine Reihe von Ansätzen historisch zu partikularistisch, darunter jene, die sich ausschließlich auf die Besonderheiten der deutschen Geschichte, Kultur und deutschen Denkformen konzentrieren, oder diejenigen, die ausschließlich die Geschichte der Juden beleuchten und den Antisemitismus als transhistorisch betrachten. So tragen auch die Debatten zwischen den sogenannten funktionalistischen und intentionalistischen Interpretationen des Holocaust sehr wenig zum Erhellen der von mir formulierten Dimensionen der Problematik bei. Die Intentionalisten führen an, dass der Holocaust von Anfang an geplant war. Sie postulieren einen direkten Zusammenhang zwischen Ideologie, Planung und Politik der Nazis und schreiben Hitlers Weltbild wesentliche Bedeutung zu. Gestützt auf antisemitische Schriften behaupten sie eine lineare Kontinuität zwischen Hitlers Schriften aus den 20er Jahren und den 20 Jahre später unternommenen Versuch, das europäische Judentum zu vernichten. Im Gegensatz zu den Intentionalisten lehnen die Funktionalisten die Betonung des Willens und des Vorsatzes ab und messen der Ideologie geringere Bedeutung bei. Stattdessen führen sie an, dass der 1933 eingeschlagene Kurs der antijüdischen Politik der Nazis eher sprunghaft als linear verlief und darauf schließen lässt, dass es keine vorsätzlichen, vorgefertigten Plan gab. Vielmehr ergab sich der Holocaust in ihren Augen zufällig als Ziel. Er resultierte aus einer Folge bürokratischer Initiativen und Reaktionen auf verschiedene Probleme, die durch den Krieg und die Bürokratie eines im Grunde genommen chaotischen Systems ausgelöst wurden. Welche Stärken und Schwächen diese Positionen auch aufweisen, keine von ihnen ist geeignet für die Betrachtungsebene, die ich hier versuche zu entwickeln. Die Funktionalisten versuchen, den verschlungenen Weg der antisemitischen Politik der Nazis ab 1933 und der Komplexität der ihnen zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse gerecht zu werden und nehmen als gegeben hin, was erklärt werden muss, dass ein Programm der vollständigen Vernichtung überhaupt denkbar werden konnte. Die Intentionalisten versuchen zwar, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, reduzieren aber schließlich Fragen der Ideologie auf die von Absicht und Motivation. Das gilt sowohl für jene, die den Holocaust in erster Linie mit Hitlers Antisemitismus erklären, als auch für die, die eine quasi-ontologische, spezifisch deutsche Kultur des Antisemitismus postulieren.
Diese Debatte rekapituliert nicht nur die klassische moderne Antinomie von Wille versus unpersönlichen objektiven Mechanismus, es trägt auch keine der Positionen dazu bei, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Holocaust und umfassenderen historischen Entwicklungen zu klären. Stattdessen betrachten beide Positionen den Holocaust als zufällig. Der eine stellt die Zufälle des Entscheidungsfindungsprozesses in Nazi-Deutschland während des Krieges in den Mittelpunkt, die andere die Zufälligkeit des Weltbildes eines Diktators oder die einzigartige Kultur eines Landes. Solche Positionen betrachten den Holocaust, wie Sigmund Bauman bemerkt, als beruhigend untypisch und soziologisch ohne Konsequenzen. Es hat natürlich auch viele Versuche gegeben, den Nazismus in großen historischen Zusammenhängen zu interpretieren. Zum Beispiel die große Vielzahl von Faschismus und Autoritarismus-Theorien. Obwohl Kategorien wie Faschismus oder Totalitarismus für bestimmte Zwecke durchaus nützlich sein können, sind sie wenig hilfreich, wenn es darum geht, die geplante Vernichtung des europäischen Judentums zu erklären. Dies liegt außerhalb ihres analytischen Rahmens. Dasselbe gilt letzten Endes für Theorien wie die von Raoul Hilberg und Hannah Arendt in ihrem Eichmann-Buch. Diese heben sowohl die Strukturen der bürokratischen Verwaltung als auch die Arbeitsteilung und damit die geteilte Verantwortung hervor, die das Vernichtungsprogramm der Nazis charakterisierten. Solche Ansätze helfen aufzuzeigen, wie dieses Programm umgesetzt wurde und hätte umgesetzt werden können, doch erklären sie nicht das Programm an sich. Während die Debatten zwischen intentionalistischen und funktionalistischen Positionen den Zusammenhang zwischen Holocaust und größeren historischen Entwicklungen verdecken, führen die meisten Versuche, Nazismus und Holocaust in Beziehung zu dieser Entwicklung zu interpretieren, dazu, den Holocaust unter dieser Entwicklung zu subsumieren und so seine Spezifik zu verdecken. Zu dieser Versuchung gehört Arno Mayers Interpretationen, die den Holocaust mit dem extremen Antibolschewismus der Nazis zu erklären sucht. Obwohl es Mayers Ansatz sehr wohl gelingt, die engen Grenzen des Holocaust-Diskurses zu verlassen, verschleiert auch er die Spezifik des Holocaust. Auch er kann die versuchte Ausrottung aller Juden überall, von Norwegen bis Rhodos, nicht wirklich erklären. Hannah Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft sowie Horkheimer und Adorno in Dialektik der Aufklärung haben erkannt, dass der Holocaust im Zusammenhang mit dem modernen Antisemitismus verstanden werden muss und versuchten, diese Ideologie als Symptom umfassender historischer Transformationen der europäischen Gesellschaft zu denken. Obwohl sie diese Transformationen völlig unterschiedlich verstanden, ist ihren Arbeiten ein Thema gemeinsam. Der Antisemitismus nahm in dem Augenblick zu, als die Juden in ihrem alten gesellschaftlichen Rollen geschichtlich überflüssig wurden. Wenngleich aber die Kategorie der historischen Überflüssigkeit möglicherweise als Erklärung für weit verbreitete Ablehnung und sogar für Massenmord dienen kann, bietet sie doch keine Grundlage für ein Verständnis der fundamentalen Eigenschaft des Holocaust, dass es sich hier nochmal um ein geplantes Programm zur völligen Vernichtung eines Volkes handelt. Ungeachtet des Probleme ihrer jeweiligen Ansätze haben Arendt, Adorno und Horkheimer jedoch richtig erkannt, dass der Antisemitismus die einzige Kategorie ist, die direkt auf die Frage der Vernichtung zielt, und zwar im historischen Kontext. Der funktionalistischen Interpretationen weichen diese Frage einfach nur aus und den meisten anderen Erklärungsansätze, der sich diese Frage zu stellen versuchen, gelingt es nicht, eine plausible Erklärung für ein Programm der völligen Ausrottung zu finden. Das gilt in jedem Fall für Ansätze, die sich entweder auf die instrumentelle Vernunft und die Vorherrschaft des bürokratisch-technokratischen in der Moderne konzentrieren, auf die den Universalismus der Aufklärung eigene Ausgrenzung abheben oder den Fanatismus einen extremen Antibolschewismus herausstellen.
Das gilt selbst für Positionen, die das in Europa Ende der 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Einzug haltende rassistische und biologistische Denken betonen. Obwohl dieses Denken offenkundig eine sehr wichtige Dimension des Antisemitismus war, reicht es allein auch nicht als Erklärung dafür aus, wie ein Programm der totalen Vernichtung möglich werden konnte. Hierzu muss man sich auf das zentrale Element des modernen Antisemitismus konzentrieren. Die Vorstellung von den Juden als welthistorische Bedrohung des Lebens. Wenn man sich noch einmal der Kategorie des Antisemitismus zuwendet, so bedeutet es nicht zwangsläufig die Rückkehr zu einer Position, die den Holocaust nur im Hinblick auf die Besonderheiten der deutschen Geschichte untersucht. Weder impliziert es notwendigerweise eine lineare, vorsätzliche Entwicklung der antijüdischen Politik der Nazis, noch deutet es darauf hin, dass der Antisemitismus allein, ohne jede Vermittlung, die Aktionen, Motivationen und Intentionen der Handelnden erklärt. Trotzdem ist bei jedem Versuch, das Programm der Nazis zur völligen Vernichtung der Juden historisch zu begreifen, der Antisemitismus als Ideologie zur Untersuchung. Hierzu muss der Antisemitismus auch in größeren geschichtlichen Zusammenhang gesehen werden. Eine derartige Fokussierung auf den Antisemitismus zwingt das auch, die Bedeutung von Ideologie zu überdenken. Wie bei Dominique Le Capra muss unterschieden werden zwischen der Ideologie als allgemeine Bedeutungsstruktur auf der einen und der individuellen Motivation und Intentionalität auf der anderen Seite. Die Vermischung beider Momente ist der Grundlage für die unüberzeugende Behauptung, der tief in der Psyche der deutschen Täter verwurzelte Antisemitismus sei der unmittelbare Grund für ihr Handeln. Eine solche Verschmelzung kann auch das entgegengesetzte Argument belegen, nämlich die Behauptung, der Antisemitismus sei nicht von zentraler Bedeutung, weil die antijüdische Politik der Nazis nicht linear umgesetzt wurde und viele Deutsche offensichtlich nicht durch einen starken Hass auf die Juden motiviert waren. Wenn man nicht zwischen Ideologie als allgemeinen kulturellen Rahmen einen Bedeutungshorizont und dem Affekt und der Motivation des Einzelnen unterscheidet, ist dieser Ansatz nicht geeignet, die Problematik der versuchten Ausrottung der Juden als Gegensatz zu der Frage, wie diese durchgeführt wurde, zu beleuchten. Wenn ich von modernen Antisemitismus spreche, so meine ich eine ideologische Form, die nach 1873 in Europa breite Verbreitung fand. Die Pogrome in Russland sollen eher als Teil dieser Entwicklung, denn als quasi mittelalterliche Ausbrüche verstanden werden. Und in der von Hobsbawm als katastrophalen Zeitalter bezeichnete Epoche in Nazi-Deutschland ihren Höhepunkt erreichte. Ich werde nicht darauf eingehen, warum diese Ideologie in einige europäische Länder viel einflussreicher war als in anderen, obgleich es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Grad an Vermittlung von kapitalistischer Entwicklung durch den Staat und der Erstarkung des modernen Antisemitismus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts oder warum sie in Deutschland hegemonial wurde. Ein solcher Versuch würde Vermittlungsebenen erfordern, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Vielmehr werde ich eine Analyse des Antisemitismus als allgemeine Ideologie vornehmen und versuchen, diese zu der bereits erwähnten allgemeinen historischen Strukturierung der modernen Welt in Beziehung zu setzen. Im Rahmen dieses Herangehens ist die Frage eines eventuellen deutschen Sonderwegs zwar für die Frage der Vermittlungsebene relevant, nicht aber für den Charakter und die Zusammensetzung der Ideologie selbst. Ich habe also nicht die Absicht zu erklären, warum der Nazismus und der moderne Antisemitismus in Deutschland Hegemonie erlangte. Stattdessen werde ich versuchen, genauer zu bestimmen, was das war, das hegemonial wurde, indem ich eine Analyse des modernen Antisemitismus vorlege, die seine innere Verbindung zum Nationalsozialismus in Begriffen aufzeigt,
die zwischen einer Analyse des Holocaust und den großen historischen Prozessen des 20. Jahrhunderts vermitteln können. Um nun zum Verhältnis von Antisemitismus und übergreifender historischer Entwicklung zu kommen, möchte ich zunächst auf einen Gegensatz in den gängigen Deutungen des Nationalsozialismus und des Holocaust hinweisen. Besonders in den 60er Jahren haben viele Ansätze den Nationalsozialismus als Aufstand gegen die Moderne interpretiert. In jüngster Zeit hingegen wird der Holocaust gerade in universalistischen und rationalistischen Menschenbild der Aufklärung begründet oder als eine der moderne innewohnende Potenz verstanden. Dieser Gegensatz wirft ein bezeichnendes Licht auf das unterschiedliche Selbstverständnis der beiden Nachkriegsepochen. Während des sogenannten goldenen Zeitalters des 50er und 60er Jahren drückte sich die Hegemonie einer bestimmten Form der Moderne auch darin aus, dass der Nationalsozialismus als antimodern interpretiert wurde. Später, im Zuge der Kritik an den großen Erzählungen der Moderne, wurde der Nationalsozialismus schließlich als im Grunde modernes Phänomen begriffen. In beiden Fällen wird der Nationalsozialismus als im klaren Gegensatz zum Bestehenden verstanden, als das grundsätzliche Andere. Das weist implizit auf den einseitigen Charakter der dominanten Diskursmodelle hin, seien sie von der Moderne oder der Postmoderne geprägt. Ich möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass dieser Gegensatz in der Interpretation der Nationalsozialismus selbst aufschlussreich ist. Er zeigt, wie inadäquat das Konzept der Moderne als analytische Paradigma zur Erklärung des Nationalsozialismus ist. Denn der Nationalsozialismus selbst lehnte einige Elemente der Moderne ab, während er andere, moderne Technologie und Industriekapital etwa, emphatisch affirmiert. Nötig ist also ein Ansatz, der in der Lage ist, sowohl die Ablehnung als auch die Affirmation unterschiedlicher Aspekte der Moderne in der nationalsozialistischen Ideologie zu erklären und diese ins Verhältnis zum exterminatorischen Antisemitismus zu setzen. Dabei sollte auch in Frage gestellt werden, inwiefern Kategorien wie modern, postmodern oder antimodern überhaupt theoretisch adäquat sind. Die Form des Antisemitismus, die ihren extremsten Ausdruck im Holocaust fand, darf nicht mit alltäglichen antijüdischen Vorurteilen verwechselt werden. Es handelt sich hier um eine Ideologie, die während des späten 19. Jahrhunderts in Europa weite Verbreitung fand. Ihre Entstehung setzte frühere Formen des Antisemitismus voraus, die seit Jahrhunderten integralen Bestandteil der christlichen westlichen Zivilisation sind. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie den Juden eine außergewöhnliche Maß an Macht zuschreiben. Doch nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Qualität der den Juden zugeschriebenen Macht unterscheidet den Antisemitismus von Formen des Rassismus. Im modernen Antisemitismus erscheint die Macht der Juden auf mysteriöse Weise umfassbar, sie ist abstrakt und allumfassend. Diese Macht erscheint nicht unmittelbar, sondern benötigt einen konkreten Träger politischer, sozialer oder kultureller Art, vermittels dessen sie wirksam wird. Da die Macht der Juden in der Einbildung des modernen Antisemiten nicht konkret gebunden, nicht verwurzelt ist, hält er sie für ungeheuer groß und schwer zu kontrollieren. Diese Macht steht hinter den Dingen, ist aber nicht mit ihnen identisch. Sie ist verborgen.
konspirativ. Der moderne Antisemitismus imaginiert die Juden als eine ungemein mächtige, undurchsichtige internationale Verschwörung, die sowohl verantwortlich ist für den scheinbaren Widerspruch von plutokratischem Kapitalismus und Sozialismus, als auch für den Aufstieg der vulgären Kultur des Markts und für den Niedergang der traditionellen Werte und Institutionen. Die Juden wurden für wirtschaftliche Krisen ebenso verantwortlich gemacht wie für gesellschaftliche Umstrukturierungen, die eine Folge der raschen kapitalistischen Industrialisierung waren. Explosive Wachstum der Städte, Niedergang der traditionellen sozialen Klassen und Schichten, Entstehung einer neuen Schicht von Bankleuten, Kapitalisten, Akademikern, als auch eines großen, zunehmend organisierten Industrieproletariats. Der moderne Antisemitismus beansprucht, diese rasante Veränderungsprozesse zu erklären, die für viele Leute bedrohlich geworden waren. In dieser von Rassengedanken geprägten Vorstellungswelt werden die Juden nicht so sehr zu Unterrasse, als vielmehr zu Gegenrasse, die verantwortlich gemacht wird für historische Prozesse, die zutiefst gefährlich und zerstörerisch sind für das soziale Wohlergehen anderer Völker, eine Bedrohung für das Leben an sich. Diese Ideologie wurde als grundsätzlich antimodern interpretiert, und es ist sicherlich richtig, dass sowohl die Plutokratie als auch die Arbeiterbewegung zu den Begleiterscheinungen des kapitalistischen Moderne zählten, zu den Folgen massiver sozialer Restrukturierungsprozesse, die mit ihr einhergingen. Das Problem an solchen Erklärungsansätzen ist aber, dass zur Moderne sicherlich auch das Industriekapital zu zählen wäre. Bekanntermaßen war das Industriekapital jedoch keineswegs Ziel antisemitischer Angriffe, auch nicht zu Zeiten einer rapiden Industrialisierung. Auch andere Aspekte der Moderne gegenüber der Technologie etwa verhielt sich der Nationalsozialismus eher affirmativ. Ich habe an anderer Stelle ausgeführt, dass ein Ansatz, der von Marx'em Begriff des Fetischs ausgeht, eine schärfere Analyse der zentralen Elemente des Antisemitismus und allgemeiner des Verhältnisses von modernen und antimodernen Elementen des Nationalsozialismus liefern kann. Anders als Erklärungsansätze, die vom Begriff des Modernen ausgehen, kann ein solcher Ansatz eine Grundlage für die Untersuchung einer Reihe von systematischen Formen von Fehlwahrnehmungen von Ideologien also liefern, denn er ist in der Lage, systematisch zu unterscheiden zwischen dem, was ist, und dem, was zu sein scheint. Also zwischen den historisch-spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen im Kapitalismus und ihrer Erscheinungsweise. Innerhalb eines solchen Analyserahmens treten Kategorien wie Ware, Geld und Kapital nicht nur als ökonomische auf, sondern beschreiben strukturierende und strukturierte soziale Praxen, die historisch spezifisch an den Kapitalismus gebunden sind. Als Ausdruck praktischer Verhältnisse stellen diese Kategorien einen Versuch zur Überwindung der klassischen Dichotomie von Subjekt und Objekt dar. Sie erheben den Anspruch, gleichzeitig gesellschaftliche Verhältnisse und Denkformen zu erklären. Der Begriff des Fetischs bezieht sich auf Denkformen, die in den Erscheinungsformen gesellschaftlicher Verhältnisse im Kapitalismus verhaftet sind und diese folglich hypostasieren oder naturalisieren. Indem ein solcher Ansatz den modernen Antisemitismus erkenntnistheoretisch mit dieselben Kategorien analysiert, die auch zur Analyse des Kapitalismus verwandt werden, ermöglicht es er es nicht nur, den oben dargestellten theoretischen Gegensatz in den Interpretationen von Nationalsozialismus und Holocaust aufzulösen, er ermöglicht es vielmehr auch, den exterminatorischen Antisemitismus zur oben beschriebenen Epocheneinteilung der modernen Welt ins Verhältnis setzen.
was die zentralen gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus, Ware, Kapital, diesem Ansatz zufolge historisch einmal macht, ist, dass sie durch Arbeit und deren Produkte vermittelt werden. Im Kapitalismus ist Arbeit nicht nur produktive Tätigkeit, sogenannte konkrete Arbeit, sondern sie konstituiert auch ein historisch einmaliges, quasi objektiv Form sozialer Vermittlung, abstrakte Arbeit, das die ehemals offen zutage liegenden Formen gesellschaftlicher Verhältnisse ersetzt und transformiert. Daher ist die Ware, das grundlegendste gesellschaftliche Verhältnis im Kapitalismus, nicht nur ein Objekt, in dem sich konkrete Arbeit vergegenständigt, sondern auch eine Form objektivierter gesellschaftlicher Beziehungen. In der Ware als stofflichem Träger drücken sich gesellschaftliche Verhältnisse, die keinen anderen selbstständigen Ausdruck finden, aus und werden zugleich verschleiert. Innerhalb dieses analytischen Rahmens treten die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus widersprüchlich in Erscheinung. Sie sind gekennzeichnet von dem Widerspruch zwischen einer abstrakten, allgemeinen und homogenen Dimension, dem Wert, die auch ein System von abstrakter Herrschaft und abstraktem Zwang einschließt, das sowohl es gesellschaftlich vermittelt ist, als unpersönlich und objektiv auftritt, und einer konkreten, partikularen, materiellen Dimension, den Gebrauchswert. Weil sie objektiv vermittelt sind, erscheinen beide Dimensionen als natürlich und nicht allgesellschaftlich konstituiert. Die abstrakte Dimension erscheint in der Form abstrakter, universeller, objektiver Naturgesetze, die konkrete Dimension hingegen als reine dingliche Natur. Das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Kapitalismus kennzeichnen, erscheinen in keiner Weise als gesellschaftlich und historisch. Von diesem theoretischen Hintergrund ist es auffallend, dass die spezifischen Charakteristika der Macht, die den Juden im modernen Antisemitismus zugeschrieben wird, Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität, Mobilität, allesamt Kennzeichen der Wertdimensionen sind, welche den Kapitalismus elementar charakterisiert. Überdies tritt der Wert, wie auch die angebliche Macht der Juden, nicht als solche in Erscheinung, sondern immer vermittelt in der Form eines materiellen Trägers der Ware. Ich möchte zunächst auf diese auffallende Ähnlichkeit eingehen und kurz darstellen, warum der Kapitalismus im Rahmen der Warenanalyse allein in seiner abstrakten Form erscheinen kann. Dies trägt zur Klärung der Frage bei, warum der moderne Antisemitismus, der gegen so viele Aspekte der sogenannten modernen Welt Sturm lief, sich gegenüber dem Industriekapital und der modernen Technologie so stumm verhielt oder ihnen gegenüber sogar positiv eingestellt war. Die für den wahren Form charakteristische Einheit von Wert und Gebrauchswert vergegenständigt sich in einem äußeren Gegensatz. Der Doppelcharakter der Ware erscheint verdoppelt als Geld und als Ware. Obwohl die Ware als Form gesellschaftlicher Verhältnisse sowohl Wert als auch Gebrauchswert verkörpert, ist die Folge dieser Veräußerlichung, dass die Ware nur in ihrer rein materiellen Gebrauchswertdimension erscheint. Geld andererseits erscheint als alleinige Träger des Werts, als Ort und Quelle des rein abstrakten und nicht als veräußerlichte gegenständliche Form der Wertdimension der Warenform selbst. Folglich können auf dieser Analyseebene gesellschaftliche Verhältnisse, die für den Kapitalismus spezifisch sind, nur in ihrer abstrakten Form, zum Beispiel als Geld, erscheinen und nicht in ihrer dialektischen Einheit von Abstrakten und Konkreten. Ihre konkrete Dimension, zum Beispiel die Ware als Gegenstand, kann so als rein natürlich erscheinen. Antikapitalistische Denken, das an der Unmittelbarkeit dieser Erscheinungsform festhält, tendiert dazu, den Kapitalismus lediglich als Ausdruck seiner abstrakten Dimension zu begreifen, während seine konkrete Dimension als das Natürliche oder ontologisch-menschliche affirmiert wird
das vermeintlich außerhalb der kapitalistischen Gesellschaft steht. So wird zum Beispiel Geld als Quelle allen Übels angesehen und führt zum Beispiel einen radikalen Denker wie Proudhon dazu, dass Geld der angeblich gesellschaftsnatürlichen Dimension der Arbeit und ihrer Produkt gegenüberzustellen. Geld kritisiert er dann, wenn es nicht unmittelbar Arbeit, also die konkrete Dimension zum Ausdruck bringt. In der Fortentwicklung des Industriekapitalismus erreicht die den Warenform immanente Naturalisierung neue Dimensionen. Wie die Ware ist die Kapitalform durch den inneren Widerspruch von Konkreten und Abstrakten gekennzeichnet, die beide als natürlich erscheinen. Das Natürliche hat hier jedoch eine andere Qualität. Kapital ist sich selbst verwertender Wert. Es ist gekennzeichnet durch einen ständigen, unaufhaltsamen Prozess der Selbstausdehnung von Wert. Mit zunehmender Industrialisierung unterliegt dieser Prozess schnell wachsenden Zyklen von Produktion und Konsumption, von Schöpfung und Zerstörung in großem Maßstab. Kapital hat keine feste, endgültige Form, sondern es kann als Geld oder als Ware in Erscheinung treten. Kapital erscheint also als reiner Prozess, der verschiedene gegenständliche Formen annehmen kann. Entsprechend verändert sich seine konkrete Gestalt. Einzelne Arbeiten stellen keine unabhängigen Einheiten mehr dar. Sie entwickeln sich zunehmend zu Teilkomponenten eines großen, komplexen und dynamischen Systems, das Mensch wie Maschine umfasst und sie einem einzigen Ziel unterordnet, der Produktion und der Produktion willen. Das entfremdete gesellschaftliche Ganze wird groß als die Summe seiner Individuen und sein Zweck liegt außerhalb seines Selbst. Dieser Zweck ist ein Prozess ohne Ende. Die Kapitalform gesellschaftlicher Verhältnisse hat blinden, prozessualen, quasi organischen Charakter. Aufgrund dieser Charakter der Kapitalform wurden im Verlauf des 19. Jahrhunderts sozial- und historische Prozesse zunehmend biologisiert wahrgenommen. Diesen Aspekt des Kapitalfetischs möchte ich hier nicht weiterentwickeln. Für unseren Zweck reicht es aus festzuhalten, welche Wahrnehmungsweise von Kapital sich daraus ergeben. Wie oben angedeutet, kann die Ware aufgrund ihres Doppelcharakters als rein gegenständliche Einheit erscheinen und nicht als Vergegenständlichung vermittelter gesellschaftlicher Verhältnisse. In ähnlicher Weise kann konkrete Arbeit als rein materieller, kreativer Prozess erscheinen, der sich von der kapitalistischen Verhältnisse ablösen lässt. Auf der logischen Ebene des Kapitals ermöglicht es dieser Doppelcharakter, dass die industrielle Produktion als materieller, kreativer Prozess erscheint, der sich von Kapital ablösen lässt, das seinerseits nur in seiner abstrakten Dimension als entwurzeltes, parasitäres Finanzkapital in Erscheinung tritt. Dadurch erscheint die manifeste Form des Konkreten organischer. Dies ermöglicht Spielarten von Revolten und von Antikapitalismus, die in ihrer Glorifizierung des vermeintlich Vormoderne, der stofflichen Natur, des Blutes, des Bodens, der Arbeit und der Gemeinschaft, mit der positiven Affirmation moderner Phänomene wie Industrie und Technologie einhergehen können. Beide scheinen auf der dinglichen Seite der Antinomie zu stehen. Der Begriff des fetisierten Antikapitalismus ermöglicht es zu verstehen, was alle diese disparate modernen und vormoderne Elemente übergreifend vereint. Sie alle scheinen konkrete und organische, gesunde Gegenprinzipien zu abstrakten zu sein. Biologistische und rassistische Denken im Allgemeinen und der moderne Antisemitismus im Besonderen sollten nicht als historische Anachronismen, nicht als atavistisch verstanden werden. Diese Denkformen sind im 19. Jahrhundert aufgetaucht und stellen keine Wiedergeburt historisch früherer Denkformen dar. Wegen ihrer biologischen Charakter erscheinen sie als atavistisch.
Dieser Charakter sollte jedoch im Hinblick auf den Kapitalfetisch verstanden werden, der den Gedanken stützt, das Konkrete sei natürlich und dabei das Gesellschaftliche natürlich zunehmend so darstellt, dass es in biologischen Begrifflichkeit wahrgenommen wird. Die Hypostasierung des Konkreten und die Identifikation des Kapitals mit der vergegenständlichst Abstrakten bildet die Grundlage eines, in Anführungsstrichen, Antikapitalismus, der die existierende Gesellschaftsordnung von einem Standpunkt zu überwinden sucht, der dieser Ordnung selber verhaftet bleibt. Insofern dieser Standpunkt mit Bezug auf die konkrete Dimension formuliert wird, tendiert diese Ideologie zu einer konkreteren und organisierteren Form einer kapitalistischen Gesellschaftssynthese. Dieser Antikapitalismus scheint also nur nostalgisch rückwärts gewandt. Als Ausdruck des Kapitalfetischs drängt er in Wirklichkeit vorwärts. Er ist im Zuge des langen, krisenhaften Übergangs von liberalen zum bürokratischen Kapitalismus entstanden und wird in spezifischen Situationen während strukturellen, politischer und kulturellen Krisen virulent. Dieser Antikapitalismus basiert auf einem einseitigen Angriff auf das Abstrakte, abstrakte Gesetze, abstrakte Vernunft oder auf einer anderen Ebene, Geld und Finanzkapital. Von Standpunkt des gesunden, verwurzelten, natürlichen, konkreten. Im biologisierten modernen Antisemitismus wurde dieser fetischisierte Gegensatz von Abstrakten und Konkreten als rassischer Gegensatz zwischen Juden und im Falle Deutschlands Aryan konzeptualisiert. Der moderne Antisemitismus beinhaltet eine Biologisierung des Kapitalismus, der seinerseits nur auf vergegenständlichster abstrakter Seite verstanden wird, als internationales Judentum. Nach dieser Interpretation wurden die Juden nicht nur als Kapitalisten gesehen, und sie wurden auch nicht nur mit dem Geld und der Zirkulationssphäre assoziiert. Vielmehr wurden sie mit dem Kapitalismus selbst identifiziert. Der Kapitalismus schien jedoch Technologie und Industrie nicht einzuschließen. Vielmehr schien er allein aus seiner abstrakten, vergegenständigten Erscheinungsform zu bestehen, die wiederum für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Veränderungen im Zuge der schnellen Entwicklung des modernen Industriekapitalismus verantwortlich gemacht wurde. Die Juden wurden zur Personifizierung der nicht greifbaren, zerstörerischen, mächtigen internationalen Herrschaft des Kapitals. Bestimmte Formen antikapitalistischer Unzufriedenheit richten sich gegen die abstrakte Erscheinungsform des Kapitals, die durch die Juden personifiziert wurde, nicht weil die Juden bewusst mit der Wertdimension assoziiert worden wären, sondern weil der Kapitalismus angesichts der inneren Widerspruchs von abstrakten und konkreten Dimensionen so erschien. Also war die antikapitalistische Revolte auch eine Revolte gegen die Juden. Die Überwindung des Kapitalismus und seine negativen gesellschaftlichen Auswirkungen wurde assoziiert sozusagen mit der Überwindung der Juden. Es bleibt die Frage, warum sich die biologische Interpretation der abstrakten Dimension des Kapitalismus ausgerechnet an den Juden festmachte. Im europäischen Kontext war diese Wahl keineswegs zufällig. Die Juden hätten nicht einfach durch eine andere Gruppe ersetzt werden können. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Die lange Geschichte des Antisemitismus in Europa und die damit einhergehende Assoziation der Juden mit Geld ist wohl bekannt. Die Phase der raschen Ausdehnung des Industriekapitals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fiel mit den politischen und bürgerlichen Emanzipation der Juden in Mitteleuropa zusammen. Die Juden wurden in der bürgerlichen Gesellschaft plötzlich sichtbar, und zwar besonders in den Sphären und Berufen, die sich damals ausweiteten und die mit den sich herausbildenden gesellschaftlichen Verhältnissen assoziiert wurden. Den Universitäten, den Freiberufen, den Journalismus, den Künsten, dem Einzelhandel. Man konnte weitere Faktoren erwähnen, doch einen möchte ich besonders betonen.
So wie sich der Doppelcharakter der Ware als gesellschaftliche Verhältnis in äußerem Gegensatz zwischen abstrakten und konkreten ausdrückt, so ist die bürgerliche Gesellschaft gekennzeichnet durch eine Trennung von Staat und Gesellschaft. Für den Einzelnen stellt sich dieser Bruch als Trennung zwischen Staatsbürger und Privatperson dar. Als Bürger ist der Einzelne abstrakt, was seinen Ausdruck beispielsweise im Gedanken der Gleichheit von dem abstrakten Gesetz oder im Prinzip des allgemeinen und gleichen Wahlrechts findet. Als Privatperson ist der Einzelne konkret eingebettet in reale Klassenbeziehungen, die als privat, das heißt nur die bürgerliche Gesellschaft betreffend, angenommen werden und die keinen politischen Ausdruck finden sollen. In Europa hat sich jedoch die Vorstellung von der Nation als rein politische Einheit, die von Wesen der bürgerlichen Gesellschaft abstrahiert, nie ganz durchgesetzt. Die Nation war nicht nur politische Entität, sie war auch konkret, bestimmt von einer gemeinsamen Sprache, Geschichte, von gemeinsamer Tradition und einer gemeinsamen Religion. In diesem Sinne stellten die Juden nach ihrer Emanzipation in Europa die einzige Gruppe dar, die die Bestimmung von Staatsbürgerschaft als rein politische Abstraktion erfüllte. Sie waren Bürger Deutschlands oder Frankreichs, wurden aber nicht wirklich als Deutsche oder Franzosen angesehen. Abstrakt gehörten sie der Nation an, jedoch nur selten konkret. Sie waren darüber hinaus Staatsbürger der meisten europäischen Länder. Das Merkmal der Abstraktheit, das nicht nur für die Wertdimension in ihrer Unmittelbarkeit charakteristisch ist, sondern auch mittelbar für den bürgerlichen Staat und seine Gesetze, wurde mehr und mehr mit den Juden assoziiert. Diese Assoziation sollte sich als fatal erweisen in einer Phase, in der das Konkrete gegenüber dem Abstrakten verklärt wurde und sich gegen Kapitalismus und bürgerlichen Staat richtete. Die Juden waren entwurzelt, international und abstrakt. Der moderne Antisemitismus ist also eine besonders bösartige Form des Fetischs. Seine Wirkmächtigkeit und seine Gefährlichkeit liegt darin, dass er eine umfassende Weltanschauung liefert, die bestimmte Formen antikapitalistischer Unzufriedenheit erklärt und ihnen auf eine Weise politischen Ausdruck verleiht, die den Kapitalismus also als solchen unbeschadet lässt. Seine Angriffe richten sich lediglich gegen die Personifizierung jener gesellschaftlichen Verhältnisse, jedoch nicht gegen die Verhältnisse selbst. Versteht man den Antisemitismus in dieser Weise, dann kann man auch den Nationalsozialismus als fetischisierte antikapitalistische Bewegung begreifen. Sie ist gekennzeichnet durch den Hass auf das Abstrakte, die Hypostasierung des bestehenden Konkreten und eine zielstrebig verfolgte, unbarmherzige, wenn auch nicht notwendig hasserfüllte Mission, die Welt von der Quelle allen Übels in Gestalt der Juden zu befreien. Der moderne Antisemitismus ist also eine Revolte gegen die von Kapital bestimmte Geschichte, die als jüdische Verschwörung imaginiert wird. Innerhalb eines solchen ideologischen Rahmens muss diese Verschwörung zerstört werden, um die Welt zu retten. Diese Ideologie war eine absolut notwendige Voraussetzung für den Holocaust, der nur aus den historischen Gegebenheiten der Jahren 1939 bis 1941 nicht hinreichend erklärt werden kann. Das bedeutet nicht, dass schon 1933 der Plan existierte, die Juden auszurotten. Es umreißt jedoch den ideologischen Rahmen, innerhalb dessen ein solches Vorhaben überhaupt vorstellbar werden konnte. Eine Fabrik im Kapitalismus ist ein Ort, an dem Werk produziert wird, was notwendig in der Weise geschieht, dass Güter, also Gebrauchswerte, hergestellt werden. Das Konkret wird also als notwendiger Träger des Abstrakten produziert. Die Vernichtungslager der Nazis sind keine fürchterliche Abart einer solchen Fabrik. Kein Extrembeispiel der Moderne,
sondern sollten vielmehr als ihre groteske antikapitalistische Negation gesehen werden. Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Wertes, zur Vernichtung der Personifikation des Abstrakten. Ihre Organisationsform war die eines auf boshafteste Weise umgekehrte Industrieprozesses, dessen Ziel die Befreiung des Konkreten von Abstrakten war. Der erste Schritt dazu war die Entmenschlichung der Juden, ihre Reduktion auf das, was sie wirklich sind, Zahlen, nummerierte Abstraktionen. Der zweite Schritt war die Auslöschung dieser Abstraktionen, wobei auch noch versucht wurde, ihnen die letzte Überreste konkreten Gebrauchswerts zu entreißen, Kleidung, Gold, Haare. Auschwitz, nicht die Machtergreifung der Nazis 1933, war die wirkliche deutsche Revolution. Der versuchte Umsturz nicht nur der politischen Ordnung, sondern auch die existierende Gesellschaftsformation. Durch diese eine Tat sollte die Welt von der Tyrannie des Abstrakten befreit werden. Damit katapultierten sich die Nazis selbst aus der Menschheit heraus. Der Ansatz, den ich hier dargestellt habe, versteht das Vernichtungsprogramm der Nazis aus seinen ideologischen Grundlagen heraus und nicht unter Bezug auf Technologie oder auf rein historischen Zufall. Ich habe dabei versucht, diese Ideologie, den Antisemitismus, im Ansatz gesellschaftlich-historisch zu begründen. Ein solcher Ansatz macht es möglich, das Vernichtungsprogramm und seine immanente Verbindung zu angeblich idealistischen revolutionären Selbstverständnis der Nazis zu erklären. Er zeigt, dass auch die Vernichtung selbst und nicht nur die Wahl der Opfer aus einer Analyse der modernen Antisemitismus heraus begründen werden kann, wenn man ihn als fetischisierte Form des Antikapitalismus versteht, der im Übergang von liberalen zu staatzentrierter Kapitalismus entstand. Innerhalb dieses analytischen Rahmens wurden die Juden zu ganz spezifischen Opfern der Geschichte. Der dem Referat von Boston zugrunde liegende Aufsatz wurde ursprünglich für eine amerikanische Publikation geschrieben. Auf Deutsch ist er in leicht abgeänderten und gekürzten Versionen erschienen. Er findet sich unter anderem in dem Buch »Küsst den Boden der Freiheit – Texte der Neuen Linken«, das von der Redaktion Diskus in der Edition Ideearchiv herausgegeben wurde. Er findet sich beispielsweise auch in dem von Michael Wertz herausgegebenen Band »Antisemitismus und Gesellschaft« oder in der Nummer 4.5 der Zeitschrift »Kritik und Krise«. Gestaltung der Sendung Stefan Griegert und Robert Zöchling. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.
Kontext 21. Die Logik der Vernichtung, Moishe Poston über den Antisemitismus, zweiter Teil. Im ersten Teil dieser Sendung haben wir das Referat von Moishe Poston wiedergegeben, das er am 17. Juli in der Berliner Humboldt-Universität zum Nationalsozialismus und Antisemitismus gehalten hat. In der heutigen Sendung dokumentieren wir in leicht gekürzter Form die Diskussion, die sich an diesen Vortrag angeschlossen hat und in der Poston mit einigen jener Kritiken konfrontiert wurde, die in den letzten 10 Jahren in Bezug auf seine Argumentation entwickelt wurden. Zunächst wurden die Fragen am Podium von Barbara Fried und Gerhard Wolf von der Initiative Kritische Geschichtspolitik gestellt. Dass du nicht der Frage nachgehst, warum der Nationalsozialismus und der moderne Antisemitismus ausgerechnet in Deutschland hegemonial geworden sind, sondern dass du zunächst der in gewisser Weise notwendigerweise vorausgehenden Frage dich zuwendest, was es eigentlich war, dass dort hegemonial geworden ist. Das heißt, du machst in gewisser Weise 2 Ebenen auf. Einerseits bewegt sich deine Analyse des modernen Antisemitismus auf einer Art systematischen Ebene, würde ich das jetzt mal nennen. Du beschreibst sie als ein in der historischen Epoche der bürgerlichen Gesellschaft verwurzeltes oder konkret in deren wahnförmiger Produktionsweise begründetes Phänomen. Die zweite Ebene, die du nur benennst, aber nicht weiter ausführst, wäre dann die der jeweiligen spezifisch historischen Bedingungen verschiedener Länder oder bestimmter Kontexte. Es gibt jetzt in der Diskussion um deinen Text oder um deinen Ansatz von verschiedenen Seiten die Kritik, dass dieses Herangehen unhistorisch sei, weil es den Antisemitismus lediglich als allgemeines Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft begreift und nicht in seinen konkret historischen Bedingungen verortet und daraus zu entwickeln versucht. Ich nenne jetzt an der Stelle einfach mal exemplarisch Enderwitz. Er formuliert beispielsweise, also Ulrich Enderwitz, der formuliert beispielsweise, dass du darauf verzichtest, ich zitiere jetzt, die Phänomene als historische zu entwickeln, weil du, Zitat weiter, beim interessierenden Phänomen zwischen Wesensgehalt und historischen Bedingungen unterscheidest. Er schreibt weiter, bei geschichtlichen Erscheinungen das Was vom Warum abzulösen, den Gehalt vom Zweck zu abstrahieren, das Wesen von der Funktion getrennt aufzufassen, läuft darauf hinaus, die Erscheinungen um ihr gesellschaftliches Subjekt und ihre historische Orientierung zu bringen. Jetzt würden wir gerne wissen, was du zu diesem Vorwurf, zu dieser Kritik sagst, ob du die in gewisser Weise nachvollziehen kannst, beziehungsweise warum, davon gehen wir natürlich aus, du dein Vorgehen trotzdem legitim findest. Ich kann auf verschiedene Weise antworten. Aber zunächst, es gibt einen Grund, warum ich mit Hobsbawm angefangen habe. Ich meine, dass historische Arbeiten wie die von Hobsbawm zeigen, und es ist klarer und klarer geworden am Ende des 20. Jahrhunderts, dass man kann und soll, glaube ich, historisch zunächst von Epochen reden. Nicht von einzelnen Ländern. Ja, ich habe gesagt, danke. Gut, ich freue mich, dass ich so viele Zustimmung gefunden habe. Vor allem so schnell. Ich habe versucht zu argumentieren, dass der Antisemitismus, den der Holocaust eingemündet hat, ist eine Epochenerscheinung, die von 1873 ungefähr bis 40er Jahren. Das ist ein Teil dieser Epoche kapitalistische Entwicklung. Die erste Frage, um es dann weiter zu spezifizieren,
wäre nicht, warum in Deutschland, weil es ist nicht besonders in Deutschland, es ist warum nicht in Holland und England und warum in Frankreich, Deutschland, Russland und so weiter. Und deshalb, ich habe mich auf den Staat bezogen. Das ist einmal. Zweitens, was ich begründet habe in bürgerlicher Gesellschaft, ist die Bedingung der Möglichkeit, Kapitalismus als abstrakt zu verstehen. Zu Antisemitismus gibt es einen weiteren Schritt. Das heißt, es ist dann diese Abstraktheit zusammen mit Juden zu verstehen und das heißt, die Juden zu verantwortlich zu machen für diese gesellschaftlichen Veränderungen. Für mich, dieser Gegensatz, mindestens wenn ich diese Kritik richtig verstanden habe, stellt eine abstrakte Gegensatz dar zwischen System und Geschichte, während ich versuche zu sagen, dass gerade diese Epochendenken zeigt, dass man muss Geschichte selber mehr systematisch begreifen. Weil, das heißt, wenn man nur von Agenten redet, dann gibt es keine bedeutsamvolle, sagt man, meaningful, sinnvolle geschichtliche Einteilung. Diese sogenannte Phasen, von liberaler Kapitalismus bis zu stadtzentrierter Kapitalismus, oder ab 1973, die Auflösung der stadtkapitalistischen Synthese, hängen nicht von einzelnen Ländern ab. Sie hängen nicht von der Politik von Helmut Schmidt oder Jimmy Carter ab. Die sind allgemeine Phänomene. Das heißt, es gibt empirische Phänomene, die nur systematisch erklären werden können. Und wenn man diese Systematik einfach abtun als Strukturalismus, dann irgendwie, es gibt eine sehr wichtige Ebene von geschichtlichem Verständnis, die ausgeklammert wird. Deshalb akzeptiere ich diese Kritik nicht. Das ist einmal. Zu zweitens, wenn ich richtig gehört habe, am Ende ist die Rede gewesen von Zweck und Funktion. Ich habe versucht, gerade eine nicht-funktionalistische Erklärung zu geben. Das heißt, ich habe versucht, materialistisch einen Kulturbegriff zu entwickeln. Und man erklärt nicht für mich Bewegungen nur aus ihrer Funktion. Vielleicht kannst du ja trotzdem kurz skizzieren, inwiefern deine Theorie für weitere historische Spezifizierung oder Konkretisierung anschlussfähig ist. Also wie würdest du dir das denn vorstellen jetzt? Wie würdest du dir einen solchen Anschluss an die historischen Bedingungen in Deutschland vorstellen? Und vielleicht kannst du auch kurz irgendwie darlegen, wie eine solche Vermittlung der allgemeinen Bestimmung des modernen Antisemitismus als Ideologie mit den spezifischen historischen Bedingungen in Deutschland aussehen müsste. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube nicht, dass es gibt nur eine Weise, in der man es vermitteln kann. Und verschiedene Sachen sind wohl bekannt. Zum Beispiel, man kann als Beispiel führen, dass der Antisemitismus in Frankreich 1890er Jahren war mindestens so stark wie in Deutschland. Mindestens. Die ersten antisemitischen Schlägertruppen erscheinen in Frankreich während der Dreyfus-Affäre. Jedoch ein großer Unterschied, und fast jeder Historiker darauf pocht, ist, dass in Frankreich gab es nicht nur die Anti-Dreyfusser, gab es auch die Dreyfusser, gab es Clemenceau, diese bürgerlichen Schichten, die gegen diese antisemitische, antirepublikanische Bewegung standen. Das gab in Deutschland nicht. Aber das ist wohl bekannt. Ich habe versucht, einmal zu klären, weil die Debatten über die deutsche Sonderweg, ich meine nicht, dass ich sehr viel dazu beizutragen habe. Es gibt viele, die darüber gearbeitet haben. Ich habe versucht, mein Ausgangspunkt ist, das Holocaust zu erklären. Und ich habe gemeint, dass insofern nicht einfach antijüdische Vorurteile
oder die Maßnahmen wie in die 30er Jahren. Aber der Holocaust selber ist ein historisches Problem. Und daraus habe ich versucht, andere Aspekte von Nationalsozialismus zu beleuchten. Nur dann kann man die Frage stellen, wieso ist das dann so gewesen, mehr in Deutschland als in anderen Ländern. Aber man muss diese was wissen, was man versucht zu erklären. Kannst du vielleicht noch ein Wort zur, also das klingt ganz kurz an in deinem Text, ein Wort zu der Rolle des Staates sagen, also der Rolle des Staates zum Beispiel bei der Durchsetzung des Kapitalismus in Deutschland und auch zu der Rolle des Staates als Sachwalter, widersprüchliche Interessen und als letztliche Instanz, die den auch versucht hat, den Klassenkampf in den Land zu suspendieren. Es ist nicht, dass ich sehr viel dazu zu sagen habe. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass in der sogenannten alte kapitalistischen Länder, das heißt Holland und England, Antisemitismus, das heißt im Gegensatz zu antijüdischen Vorurteilen, Antisemitismus spielt keine wichtige Rolle. In Frankreich sehr wichtig, in Deutschland sehr wichtig, Österreich sehr wichtig, Russland sehr wichtig. Was alle diese Länder gemeinsam haben, ist, dass im 19. Jahrhundert des Kapitals ist durch den Staat viel mehr organisiert als in England oder Holland. Und ich wollte nur suggerieren, und mehr nicht, dass das ermöglicht viel mehr eine Denkform, dass was passierte, ist mysteriös. Weil man kann es nicht erklären einfach durch Staatspolitik. Das heißt, es ist etwas hinter Staatspolitik und deshalb es erscheint einfach ungreifbar. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz was nachfragen jetzt zu dem Antisemitismus und dieser sozusagen dieser Zwei-Ebenen-Trennung Antisemitismus versus historische Spezifizierung, weil man könnte ja auch argumentieren, dass eben der deutsche Antisemitismus sich auch als Antisemitismus von anderen Ländern, also von dem Antisemitismus anderer Länder unterscheidet, oder zumindest gibt es Ansätze, die das behaupten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du das ja als eine Art Konkretisierung sehen. Also man versucht zuerst auf einer systematischen Ebene einen allgemeinen Begriff von modernem Antisemitismus zu entwickeln und dann zu gucken, wie der in bestimmten historischen Kontexten eben durch welche Bedingungen, wie welche Ausprägung erfährt. Und jetzt würde ich dich noch fragen, ob du nicht dann auch davon ausgehen müsste, dass vielleicht auch die Qualität des Antisemitismus, also jetzt in Anschluss an Goldhagen, der ihn als exterminatorischen fasst im Gegensatz zu anderen Ländern, dass ob nicht einfach auch da schon eine Spezifizierung vielleicht nötig wäre. Das glaube ich nicht. Und ich meine, dass, soweit ich mich erinnere, Goldhagen zum Beispiel hat nie Deutschland und Frankreich verglichen. Aber in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts kann man lesen sehr viele Ausrottungsfantasien in Frankreich. Sehr viele. Das heißt, und Goldhagen das behauptet, aber er zeigt es nicht komparativ. Ja, ich finde es nicht. Ich finde, dass dieser exterminatorische Antisemitismus ist ein europäisches Phänomen gewesen. Man sieht es dann während des Zweiten Weltkriegs. Es sind nicht nur die Deutschen, die das machen. Naja, aber hauptsächlich. Ja, sie haben es organisiert. Es ist Teil der neuen europäischen Ordnung. Nee, ich bin mit Gold, ich finde Goldhagen eigentlich, insofern als er es nur auf Deutschland bezieht, ist das in einer gewissen Weise nicht historisch. Du gibst den Vorwurf also weiter. Warum nicht? Aber der andere habe ich auch gesagt, das ist nicht historisch. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt aufgreifen, auf den können wir nachher zurückkommen. Und zwar
der schließt in gewisser Weise an, und zwar geht es auch, also geht es mir jetzt da nochmal auch um Strukturalismus oder auch Determinismusproblem, aber auf einer bisschen anderen Ebene, und zwar auf die Gefahr eines Strukturdeterminismus in Bezug auf die handelnden Subjekte. Also das war jetzt sozusagen eher so ein deterministisches Verständnis von Geschichte und Antisemitismus, und ich würde jetzt gerne nochmal versuchen, auf diese Subjektebene zurückzukommen. Und zwar hast du in deinem Vortrag gesagt, dass du es für absolut notwendig hältst, zu unterscheiden zwischen Ideologie als allgemeinem Denksystem und auf der anderen Seite individueller Intention und Motivation handelnder Subjekte. Und das finde ich einerseits sozusagen, bietet es die Möglichkeit, dieses Verhältnis eben als nicht deterministisches oder nicht vorgegebenes zu denken. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass bei solchen Überlegungen die Gefahr, wenn man versucht, gesellschaftstheoretische Überlegungen auf handelnde Subjekte quasi, ich sage jetzt mal blöd, runterzubrechen, dass da doch eine große Gefahr sozusagen so einer Determiniertheit drinsteckt. Und jetzt würde ich einfach fragen, wie du das siehst oder wie du denkst, dass diese Vermittlung stattfinden müsste, weil damit ja auch die Gefahr einer, also ein bisschen die Entlastung individueller Verantwortung einhergeht. Also wenn, ja, eh klar. Und ich fände es ganz gut, wenn du darauf eingehst. Also es gibt auch Leute, die sagen, dass bei dir der Antisemitismus als quasi notwendig falsches Bewusstsein erscheint. Und ob du dazu irgendwie vielleicht kurz was sagen kannst, wie du dir diese Vermittlung vorstellst. Das sind, glaube ich, mehrere Sachen in eine Frage gestellt. Ich habe nicht gesagt, und es wäre Quatsch, zu sagen, irgendwelche Bewusstseinsform als notwendig. Man kann es nur versuchen, gesellschaftlich plausibel zu machen. Wenn es notwendig wäre, dann gäbe es auch keine Kritik der Ideologie. Weil wie erklärt man dann das Bewusstsein der Kritiker? Ich muss sagen, ich verstehe diese Fragestellungen einfach nicht. Ich verstehe sie nicht. Wenn man zum Beispiel, man muss sich nicht auf Antisemitismus rekurrieren, wenn man sich zum Beispiel einfach direkt der Kritik der politischen Ökonomie anguckt, wo Marx versucht zu erklären, wieso Adam Smith konnte was denken, oder Thomas Malthus, oder Ricardo, oder James Mill, oder John Stuart Mill. Er weiß, dass sie denken anders. Sie beziehen sich auf verschiedene Erscheinungsformen. Auch nie sagt, dass sie mussten so denken. Die Erscheinungsform ist notwendig, aber nicht das Bewusstseinsform. Er erklärt das Bewusstseinsform als gesellschaftliche Möglichkeit, nicht als Notwendigkeit. Darf ich noch einmal anschließen? Und zwar, ich würde aber dennoch denken, erklärt die Erscheinungsform, nicht die Bewusstseinsform, und von daher ist dort irgendwie eine Notwendigkeit nicht drin. Und dennoch würde ich denken, dass wenn man dieses Vermittlungsverhältnis nicht theoretisch erfasst, es da einfach notwendigerweise zu einer begrifflichen Lücke kommt, wo einfach ungeklärt ist, wie sich denn jetzt eigentlich diese allgemeine Denkform Antisemitismus dann in konkrete Köpfe sozusagen hineinbegibt und in andere eben nicht. Und deswegen würde ich dich fragen, ob du nicht glaubst, dass es an dieser Stelle einfach einer theoretischen Präzisierung, also einer Subjekttheorie in gewisser Weise bedürfte, und ob du da irgendwie Vorstellungen hast, also ob du glaubst, dass die Psychoanalyse zum Beispiel das leisten könnte oder was du da für eine Vorstellung hast. Es gab mehrere Versuche, ich glaube der gelungenste ist Adorno in seiner Aufsätze über Soziologie und Psychologie, wo er versucht hat, psychoanalytische Kategorien und Gesellschaftskategorien zu vermitteln, auch zu argumentieren, dass man darf die zwei nicht als unmittelbar gleichsetzen. Und er versucht auch unter anderem zu erklären, psychisch, bezüglich gesellschaftlicher Entwicklung, wie es dazu kommen könnte, dass man eine faschistische Massenbewegung hat. Ja? Aber das erklärt immer noch, man hat immer noch eine Lücke. Weil man erklärt nicht, wieso nicht alle
sind so. Es wird eine Lücke geben, es muss eine Lücke geben. Na gut, ich meine, dass man sozusagen keine allgemeine Theorie für alle Menschen haben kann, das ist eh klar. Aber ich glaube, man bräuchte sozusagen theoretische Begriffe, mit denen man das potenziell erklären könnte. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja, ich finde, dass, ich finde der adornitische Ansatz sehr aufschlussreich. Ich finde auch, dass wie er Psychoanalyse historisch bestimmt hat, sehr, wie kann ich es auf Deutsch sagen? It's an extremely sophisticated complex. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen in die Richtung weitergehen, und zwar so ein bisschen diesem Verhältnis nachgehen zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen beziehungsweise durch Sie hervorgebrachten Denkformen, also von Marx zum Beispiel als objektive Gedankenformen bezeichnet, und diesem jahrhundertealten antijüdischen Stereotypen. Also konkret, um besser gesagt, um die Verbindung dieser beiden Momente zum modernen Antisemitismus. Du schreibst, oder du hast eben vorgetragen, der Antisemitismus ist eine besonders gefährliche Form des Fetischs. Bei Marx bezieht sich jetzt der Begriff des Fetischs zunächst auf die Grundformen kapitalistischer Vergesellschaftung. Wie würdest du jetzt das kategoriale Verhältnis, also zwischen dem, was Marx als objektive Gedankenform fasst, und dem Antisemitismus begreifen? Bewegt sich das auf einer Ebene? Ist das, bewegt sich das auf einer Ebene? Also Ideologie auf der einen Seite, als jetzt konkret Antisemitismus und sozusagen objektive Gedankenform auf der anderen Seite? Nein, eben nicht, weil der Begriff der objektive Gedanke ist das, er redet von politischer Ökonomie, die das eigentliche Kategorien des Kapitalismus erfasst hat, aber sie als überhistorisch verstanden hat. Der Antisemitismus erfasst die eigentlichen Kategorien gar nicht. Es hat eine ganz andere Ebene. So, es ist objektiv, das heißt, und der Marx dann hat diese Kategorien benutzt, aber hat sie umgewendet, um zu zeigen, dass sie historisch spezifisch sind. Ja, während Adam Smith, für Adam Smith und solche Leute, sie sind überhistorisch. Aber die Kategorien, wie zum Beispiel Wert, Gebrauchswert, die sind objektiv, meinte Marx. Das heißt, sie sind zutreffend für Kapitalismus. Antisemitismus ist nicht. Die weiteren Fragen an Poston wurden aus dem Publikum gestellt. Ja, ich wollte die antisemitische Ideologie aus der Ökonomie des Kapitalismus entwickeln. Und ich meine, aus der Ökonomie des Kapitalismus entstehen auch Kriege. Und der Antisemitismus stellt dann, also wenn es um diese Kriegsvorbereitung geht, doch den äußeren Feind auch da, also den äußeren Feind im Inneren sozusagen. Also das heißt, es das Weltjudentum wird dann als der Feind dargestellt. Und da hat mir eigentlich gefehlt, obwohl ich die Entwicklung des Antisemitismus von Ihnen sehr gut dargestellt fand. Aber da fehlt mir dann eigentlich, dazu kam tatsächlich der Antikommunismus, also der deutsche Imperialismus zwei Feinde hatte. Also die Konkurrenten weltweit und die sogenannte politische Selbstverschwörung. Also das waren ja diese beiden Dinge, die dann die das Ziel des Antisemitismus waren. Und ich meine, dass man da auch beachten muss, dass heute die antisemitischen Töne auf Regierungsoffiziellen ja immer mehr so irgendwo durchschimmern. Also gerade bei dieser unsäglichen Debatte um die Zwangsarbeiterentschädigung und auch beim Holocaust-Mahnmal, wo das immer mehr verbunden ist, auch mit so anti-amerikanischen Untertönen. Da also wieder das so kommt, dass der äußere Feind
oder der zukünftige äußere Feind sozusagen der Konkurrent und also in dem Fall der Konkurrent als eben etwas Schlimmes dargestellt und als unterschwellig etwas eben zu betrachten ist. Ja, ich bin mir sicher, dass das ist ein wichtiger Moment. Ich meine nur, und ich glaube nicht, dass ich habe alle Aspekte dieser Problematik erfasst. Ich wollte nur auf, was für mich das Wesentliche ist, versuchen zu fokussieren, und zwar das Ausrottungsprogramm selber. Und ein Problem zum Beispiel, die ich habe, mit Arno Mayer, wen ich erwähnt habe, ist, dass er betont diese extrem starke Antibolschewismus, die Nazis und der sogenannte Kommissarbefehl 1941. Aber das erklärt lange nicht, das könnte erklären, wieso so viele Juden in Osten erschossen worden waren, aber nicht, warum sie haben Juden von überall in ihr Herrschaftsbereich nach Auschwitz dann geschleppt. Das hat nichts mit Antibolschewismus was zu tun. So, das heißt, es hat sich zum Teil gedeckt, aber nicht ganz. Und auch von äußerer Feind zu reden ist richtig, aber ich habe versucht zu sagen, dass die Juden haben eine besondere äußere Feind dargestellt. Und wenn man Nazi-Plakaten aus dem Zweiten Weltkrieg anguckt, man sieht zum Beispiel Bilder wie, man hat John Bull, England, auf der einen Seite, der wie ein Bankier gekleidet ist, und irgendwelche bolschewistische, untermenschlich aussehende Kommissar auf der anderen Seite. Und hinter beide steht eine Jude mit Marionetten, wie sagt man, Strings, Fäden in seine Hände. Weil er ist nicht einfach eine konkrete Feind, aber wirklich ist eine Weltordnungsfeind. Und das habe ich versucht jetzt ein bisschen aufzuklären. Zweite Frage, in der ersten Version von diesem Text, der in der 70er Jahre, in der 80er Jahre in den deutschen Medienzeitschriften stand, war ein längerer Vorspann drin, wo es eigentlich nochmal um Antisemitismus in der neuen Linken in der Bundesrepublik ging. Und ich bin also gerade in Bezug darauf, dass dieser Text ja sozusagen vor allem nach 89 in der Auseinandersetzung mit dem, was passiert hier in diesem niedervereinigten Deutschland, wie hat sich die Linke dazu zu verhalten, stark rezipiert wurde. Wollte ich einfach fragen, warum Sie diesen Vorspann jetzt heute Abend und auch in den späteren Versionen des Textes weggelassen haben. Weil das wäre ja eigentlich ein spannendes Thema, zumal ja sozusagen das, wo vielleicht die Neue Linke als enttabuisierter in den 70er Jahren eine Avantgarde-Funktion hatten, eben heute in den gesellschaftlichen Mainstream einsickert. Aber interessanterweise eben der prominenteste antisemitische Ausfall von Martin Walser, ja auch von jemandem kommt, der mal diesem linken Milieu entstammte. Eigentlich. Ich habe vorgetragen die erste Hälfte des Papiers. Die zweite Hälfte geht, wo ich habe versucht, diesen Kapitalbegriff mit die ganze Frage von Geschichte und Erinnerung zusammenzubringen. Und dort, in diese zweite Hälfte, bin ich dann auch auf die Geschichte der Deutschen Neue Linke gegangen. Und die Weise, in dem, und ich finde es kompliziert, aber die Weise, in dem einmal die, ich habe versucht zu zeigen oder mindestens zu suggerieren, dass wie diese Nachkriegszeit verstanden werden kann als eine vorwärtsgerichtete auf die Oberfläche, wo eine unaufgearbeitete Vergangenheit immer diese Gegenwart neu bestimmt. Hinter die Rücken die Handelnden. Und ich habe versucht, eine Art von Symptomologie zu schreiben. Und ein Teil dieser Symptome für mich war einmal, wie die deutsche Rechten Deutschland als Opfer immer bezeichnen.
aber wie die deutsche Linken haben sich immer mit Opfer identifiziert. Und die Auswirkung, diese starke Identifikation mit den Opfern nach 67, das heißt, wie die deutsche Neue Linken, die sehr, sehr pro-israelisch waren bis der Krieg, wie es umgedreht hat, nicht, dass Israel soll nicht kritisiert werden. Und was ist sehr schwierig, darüber zu reden, ist, dass ich weiß, es gibt rechte israelische Politiker, die immer jede Kritik an Israels antisemitisch abtun. Aber ich habe versucht zu argumentieren, dass wenn man bestimmte Formen von Antizionismus der 70er Jahre anguckt, haben sie sehr, sehr starke antisemitische Übertöne. Weil der Zionismus ist nicht einfach kritisiert als ein schlechtes Programm oder sowas. Es wird wirklich zu das Böse und das Weltverschwörende. Und ich meine, dass das hat auch, sagen wir, oder ich habe suggeriert, dass das hat die, dass in eine komische Weise der Antifaschismus der Neue Linken hat sich kolonisieren lassen durch antisemitische Bilder im Laufe der 70er Jahren, durch dem eine Art von Versöhnung mit der nationalen Community der Boden dort gelegt worden ist. So ist es nicht, dass ich habe dieses Thema ganz weggelassen, ich konnte es jetzt nicht vortragen, das heißt, oder ich konnte eine Fidel Castro Rede geben und für 3 Stunden was vortragen. Aber das war, weil ich habe versucht, wirklich dann diese alle 3 Epochen von Hobsbawm in diese Papier irgendwie zu thematisieren. Ich weiß, das ist nur eine Teilantwort auf, was du gesagt hast, aber. Ich habe eine Frage zu dem Vortrag und zwar zu dem Verhältnis des modernen Antisemitismus zu dem traditionellen Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus wurde von ihm charakterisiert durch die Personifizierung eines Abstrakten, das als Abstrakte sozusagen hinter den konkreten Erscheinungen, die man, unter denen man leidet, unter denen die man weghaben möchte, die man abschaffen möchte, existiert, dieses Abstrakte. Hat nicht der traditionelle Antisemitismus, also der Antijudaismus der europäischen christlichen Zivilisation, zumindest eine ähnliche Struktur schon. Insofern, als die Juden nicht auch da nicht nur eine ganz konkrete Gruppe innerhalb der existierenden Gesellschaft oder Fürstentum sind, sondern sie auch das ganz andere, der sozusagen den Antichristen in gewissem Sinne darstellen, von dem abhängt, auch ob das zum Beispiel in der christlichen Ideologie, ob das Heil auf Erden kommt, ob Jesus Christus wiederkommt, ob der Christus, der Messias kommt oder nicht kommt. Und insofern sie auch sozusagen eine ganz umfassende, ein ganz umfassender Feind sind, der auch nicht so lokal, nicht identisch ist mit der Erscheinungsform der Juden hier in dieser oder jener Gemeinde oder in diesem jenen Land. Das ist sehr interessant. Doch, also ich muss darüber mehr nachdenken, weil ich wollte, bevor Sie haben dann die zweite Hälfte ausgeführt, ich wollte sagen, dass eine Unterschied, gut, Juden waren mit Geld verbunden und auf eine gewisse, in diese gewisse Weise mit Abstraktheit. Und eigentlich die Gegenüberstellung, die typisch christliche Gegenüberstellung von jüdischem Gesetz und christlicher Liebe, ist auf einer Ebene auch ein Gegensatz zwischen was mehr Abstraktes und mehr Konkretem. Und das stimmt. Dann wollte ich aber sagen, dass man hat nicht aber diese Begriffe, dass das ganze Welt von Juden beherrscht werden. Jetzt, ich muss ein bisschen nachdenken, weil, wie du es reingebracht hast, mit die Frage von Christus, dann ist es auf
doch welthistorische Bedeutung. Und ich musste, daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe eine Frage zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus. Wie läuft Ihre Argumentation ein, wenn Sie sich tatsächlich auf den Judenhass beschränken? Dann finde ich auch die Argumentation mit dem Hass auf das Abstrakte sehr überzeugend. Mhm. Wenn man aber empirisch etwas genauer hinguckt, gibt es meiner Meinung nach mindestens zwei Vernichtungsprogramme, die mit ähnlicher Systematik durchgeführt wurden, wie der Holocaust, die meiner Meinung nach nur rassistisch zu erklären sind. Einerseits nach innen als ein eugenischer Rassismus und nach außen als sozusagen acht fremde Rassen. Das ist einerseits das Vernichtungsprogramm gegen sogenannte Geisteskranke, das bloß gestoppt wurde aufgrund der Intervention der katholischen Kirche. Und nach außen mit der gleichen Systematik wie gegen Juden auf Sinti und Roma vernichtet wurde. Und da wollte ich mir die Argumentation mit dem Marx-Begriff nicht mehr ein. Was die Geisteskranken angeht, eines ist gemeinsam und eines ist unterschiedlich. Was gemeinsam ist, ist diese der Position, dass eigentlich der Nation ist in Gefahr. Es ist in Gefahr. Geisteskrankheit stellt sich da als Gefahr. Es ist nicht einfach, dass die Geisteskranken sollen ausgeschaltet werden. Sie sind gefährlich für das biologische Gesundheit der Nation. Ja? Das heißt, was die zwei gemeinsam haben, ist dieses Gefühl von Bedrohung. Ich würde immer noch sagen, dass ein Unterschied ist, wenn die katholische Kirche gesagt hat, stopp, sie haben gestoppt. Es gibt Gemeinsamkeit, es gibt auch Unterschiede. Mit den Roma, ich bin mir nicht sicher, weil die Nazi-Politik die Roma gegenüber ist auch widersprüchlich gewesen. Das heißt, zum Teil Leute sind aus dem Wehrmacht rausgeholt, um in KZ geschickt zu werden. Zum Teil Himmler hat gemeint, dass die Roma wirklich stellen da die Ureier. Und er wollte eine Art von riesige Reservation machen. Aber ich bin nicht zufrieden mit dieser Antwort. Ja, ich möchte nur sagen, dass mindestens zunächst, ich sehe auch Unterschiede. In keinem von den beiden Fällen gab es ein Programm, dass man unbedingt als höchstes Ziel diese Bevölkerungsgruppe ausrotten muss. Unabhängig von wo die Russen sind, man muss weiterhin versuchen auszurotten. Und das ist wirklich, wenn man 44 anguckt, das ist wirklich was so frappierend ist. Ja, das Auschwitz hat gearbeitet Tag und Nacht zu versuchen, sehr schnell jetzt die ungarischen Juden zu vernichten, als die Rote Armee schon dabei war, die Donautal hochzukommen. Und das, glaube ich, ist was anderes. Es ist die eigentliche Kriegsziel. Das heißt, es war nicht so formuliert, aber wenn man schon ein Wahl hat, zu versuchen, diesen Schienenverkehr zu benutzen, um Leute an die Front zu bringen, oder Juden in Gaskammern, und man Juden in Gaskammern bringt, dann man sagt, dass eigentlich der Hauptziel ist die Juden. Und es ist wichtig, aber zweitrangig, ob die Russen jetzt Deutschland und dann am Ende natürlich der Hitler in dieser letzten Rede hat gesagt, dass die Russen haben sich doch biologisch gezeigt als die Stärker. Die Juden dürfen es nicht. Darf ich da mal kurz noch eine Frage anschließen? Und zwar in dem Text, der da, also zumindest hier in Deutschland so kursiert, da schreibt sie, dass der Unterschied zwischen der Macht der Juden und der Macht, die sozusagen andere von Rassismus betroffenen
Bevölkerungsgruppierungen zugeschrieben wird, systematisch eine andere ist, weil die Macht der Juden eben immer als die größere, überhöhende, hinter den Kulissen sozusagen wirkende ist, währenddessen die Macht der beispielsweise von Rassismus verfolgten der Schwarzen eben keine abstrakte ist, sondern eine konkrete. Ja. Und würdest du denn jetzt sozusagen an diese Frage anschließend auch sagen, dass es dann in der systematischen Erklärung aus einem fetischisierten gesellschaftlichen Verhältnis heraus einen Unterschied in der Erklärung von Rassismus und Antisemitismus geben muss? Oder findest du, dass der Rassismus sozusagen also jenseits dieses Ansatzes erklärbar sein müsste? Oder nicht innerhalb dieses Ansatzes erklärt werden kann, sag ich mal? Nee, ich finde schon, dass der Rassismus ist wirklich, es ist sozusagen die verkehrte Form des Antisemitismus, wo die Weißen sich als abstrakt darstellen gegenüber die Schwarzen, die körperlich sind, die ihre eigenen Impulse nicht beherrschen, und eine andere Form der Macht darstellen, nie eine Macht, dass die Gesellschaft so kontrollieren, sondern eine Macht der Aufstand. Und ich meine, dass man konnte das auch. Aber wo kommt dann der Hass her? Weil ich meine, du hast ja sozusagen argumentiert, dass der Hass gegen das Abstrakte sich richtet, weil sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Umwälzungsprozesse und so weiter eben sozusagen als unbegreifbar abstrakt erscheinen. Also dann müsste man ja für den Hass auf das Konkrete irgendeine andere Erklärung finden. Ja doch, die Frankfurter würden argumentieren, dass das Hass an das Konkrete ist teilweise ein Hass gegen eine notwendige abgespaltete Teil von sich selbst, um Bürger zu sein. Zum Beispiel, das wäre ein Erklärungsversuch. Ja. Es gibt nicht nur eine Form des Hasses. Und ich habe versucht, mit Antisemitismus nicht das Hass zu erklären, sondern ich habe versucht zu präzisieren, dass es eine besondere Form des Hasses ist. Wie erklären Sie, dass in einem kapitalistisch hochentwickelten Großbritannien dieses Phänomen nicht aufgetreten ist? Beziehungsweise sehen Sie ein anderes Objekt dieses eliminatorischen Hasses in Großbritannien? Nein. Und teilweise, weil Kapital als abstrakt, würde ich zunächst mindestens behaupten, wird nicht als so bedrohlich betrachtet. Weder in England noch in Holland. Das heißt, so, es gibt nicht diese Einstellung, dass etwas ganz mysteriös und verschwörenhaft ist hinter historischer Entwicklung. Das heißt, auf einer ganz anderen Ebene. Unterschied zwischen Newton und Descartes. Action at a distance is thinkable in England. Whereas power is always thought of as concrete on the continent. So that abstract power becomes much more mysterious. Und ich denke, gerade das ist nicht in England oder Holland eine wichtige. Es ist nicht, dass dieser Hass dann muss immer existieren. Es ist nur, dass die Vorgänge scheinen nicht so mysteriös zu sein. The British would never think that the Jews control the world. Noch einmal so die Frage des Rassismus. Ich halte diese Gegenüberstellung von Antisemitismus und Rassismus schon für falsch eigentlich und denke, dass der moderne Antisemitismus sich gerade dadurch vom traditionellen unterschieden hat, dass er eben rassistisch war. Und ja, das kann man ja bei Ihnen einfach auch in dieser Gegenüberstellung, ich würde ja sagen, ist ein Bestandteil. Der Rassismus ist ein notwendiger Bestandteil des Antisemitismus, der zum Holocaust geführt hat. Wahrscheinlich sind wir einverstanden. Ich habe versucht, es gibt einen Unterschied, beide sind biologistisch, das ist klar. Aber eine ist nach oben gerichtet, andere nach unten.
Und ich habe versucht, nur diese Unterscheidung zu machen. Man kann nicht der Holocaust verstehen, wenn man Antisemitismus begreift als noch ein Form der Rassismus, wo der Gegner wird als Untermenschen betrachtet. Sie sind viel mehr gefährlich als Untermenschen. Und das ist zum Beispiel Nazi-Politik Polen und Russen gegenüber. Das heißt, dass man tötet die Intelligenz und man benutzt die andere als Sklaven. So, gut, es ist biologistisch, aber ich habe versucht, nur dieser andere Teil wirklich zu betonen. Ich habe mich während der Woche ein bisschen gewundert, ob du vielleicht zwischen 1979 und heute nur ein Buch gelesen hast, das Hobsbawm, weil ja ansonsten der Vortrag, den ich dir gesprochen habe, da damals schon feststand. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, aber seit 1979 gibt es nur noch eine Diskussion, insbesondere seit Goldfäden, aber auch vor oder nach, insbesondere mit dir, unter bestimmten Leuten, unter vor allem antideutschen Linken in BRD. Und da wundert mich, dass du dann einfach sagst, ich habe keine Ahnung über die französische Entwicklung und dass die Affäre der Süß einfach sich ein Sieg der Republik, was der klare Unterschied ist. Und da würde ich gerne wissen, was hat sich dann deiner Ansicht nach eben nicht grundsätzlich anderes in Frankreich oder in anderen kapitalistischen Zentren entwickelt. Und es ist ein Freispruch für all diejenigen, vor allem auch hier, im saarländischen marxistischen Linken, die immer noch glücklich sind, dass es eben nicht gegen das deutsche Volk geht, also dass Leute glücklich waren, dass Juden umgebracht wurden, sondern du behauptest wiederum, wie das seit Jahrzehnten der Fall ist, es war eine Angst oder was auch immer da, eine diffuse Angst vor dem Weltkapital, vor dem zirkulierenden Kapital, was auch immer. Und da behaupte ich, es war eben nicht nur, wenn überhaupt eine Angst, es war nicht nur das abgespaltene Ich, von Norman Adorno, sondern es war ein bewusster Wille, ein glücklicher darüber, dass Juden umgebracht werden. Und das wird nicht ehrlich genommen, das wird nicht mehr diskutiert. Und bei den Arisierungen kann man nicht sagen, die hatten Angst, was hatten die schon Angst? Die waren glücklich, die sind weg, die haben ein Haus hatten oder ein Kleidungsstück, das ist nicht so einfach. Und ich sehe da Angst, ist ja immer so trocken. Ich glaube, Angst hat auch keiner gesagt. Nein, dann es gibt nichts zu erklären, das heißt. Wenn man so denkt, gibt es nichts zu erklären, das ist alles klar. Die Deutschen sind zwei. Ich wollte fragen, ob ich richtig verstanden habe, dass also die wahrgenommene abstrakte Bedrohung im Kapital gelegen hat und diese abstrakte Bedrohung auch in den Juden personifiziert worden ist. Und dann praktisch die Widersprüche des Kapitalismus, man meinte, mit den Juden zu vernichten. Nein, nicht das System. Ja, das heißt, man hat es nicht bewusst gegen Kapitalismus gerichtet. Nein. Ja. Also nicht bewusst. Aber man meint trotzdem, die Widersprüche, die de facto bestanden, mit den Juden zu vernichten. Nicht nur die Widersprüche, sondern die, die Kräfte, die hinter diese, für die Antisemiten, diese ungeheuerliche geschichtliche Prozess. Vielleicht wir sagen dieselbe Sache. Ich weiß es nicht. Kann es so in irgendeiner Diskussion gesagt, dass sozusagen dieses eigene Abspalten des konkreten Kapitalismus sozusagen Funktion ist? Und es gibt ja Theorien, die sagen, dieses Konkrete wird anhand dessen, was der Kapitalismus als weiblich definiert, abgespalten. Wenn man das annimmt, glaubst du, dass es übertragbar ist, zu sagen, es gibt dann noch Unterschiede in der Vernichtung oder in dem Wunsch nach der Vernichtung von Juden und Jüdinnen? Ich denke nicht. Sie waren nicht getötet als Judinnen. Das heißt als Judinnen, nicht weil sie Frauen waren. Ja. Sie sollten alle getötet werden. Männer, Kinder, Frauen. Alle. Wenn man sagt, dass das als weiblich definierte Abgespaltene dann wiederum auf Frauen projiziert wird, ja, dann müssen die Juden ja eigentlich auch als das Konkrete gelten. Also was ja im Kapitalismus auch auf bestimmte Weise dann eben unterdrückt oder wie auch immer wird. Also schließt dieses Konkretsein der Juden nicht irgendwie ihrer
Identifikation mit dem Abstrakten entgegen? Oder das ist Paranoia von den Leuten, die dazu erklären. Das gibt es doch nicht als solches. Oder sozusagen hat Lehrbücher einfach gar nicht miteinander zu tun. Also das eine konkret identifiziert sein, andererseits mit diesem abstrakten Gesicht identifiziert sein. Offensichtlich diese Abspaltung nicht stark genug war, in diese Hinsicht, dass Frauen wurden betrachtet, aus einer ganz anderen Kategorie. Ich habe noch zurückkommen und einen Gedanken lang der Freunde kam. Und da habe ich mich auch mal gefragt, also ich beschreibe Auschwitz eigentlich relativ unfassbar. Und dann fiel mir irgendwas ein, dass das erste Genozid, das mir bekannt ist, nicht deutsch ist, dem stimme ich auch zu, sondern so ein ähnliches Phänomen bringt auch in der Türkei. Das heißt, der Genozid von armenischer Bevölkerung, in dem so ein Modernisierungsprozess ja stattfand, das war zeitlich davor, das ist das erste Mal, dass die gesamte Bevölkerung beseitigt worden ist. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, wie weit reicht dein Erklärungsansatz auf solche Dinge? Wie weit ist das diese Zahlen geerbt? Das ist ja nachweislich etwas von Hitler registriert und übernommen ist. Der hat sich auch mal darauf bezogen. Kann man das in deinem Ansatz mit einbinden? Geht das? Erklärt es sich eben mit, was war abgeordnet ist? Das heißt, dass Bevölkerungsgruppen nach der ethnischen Zugehörigkeit abtransportiert worden sind, in die Wüste geschickt worden sind, verdorben sind. So, das sind sozusagen, das ist ein Phänomen, was dort passiert ist. Und zwar von Leuten, die modernisieren wollten. Ehrlich gesagt, um das wirklich beantworten zu können, musste ich viel mehr genau wissen über die Massenmorde an Armenier. Zum Beispiel, es gibt Historiker, die behaupten, und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, die behaupten, dass Armenier in Istanbul zum Beispiel war nicht getötet. Nur im Grenzgebiet mit Russland. Das würde schon was ausmachen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, ich muss viel mehr wissen, genau, über wie es gelaufen ist, um zu sehen, ob dieser Ansatz überhaupt das begreifen kann oder nicht. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema, was vorhin auch schon angesprochen worden ist, nämlich, dass Sie unterscheiden zwischen Entwicklungen in Deutschland, Frankreich einerseits, Holland und Großbritannien auf der anderen Seite. Mhm. Und vielleicht haben Sie das schon gesagt, habe ich jetzt einfach mal nicht richtig verstanden. Wenn Sie einerseits sagen, zur Erklärung des modernen Antisemitismus bedarf es vor allem einer materialistischen Erkenntnistheorie, wenn Sie also diesen Ansatz zugrunde legen, würde ich doch mal gerne genauer wissen, was sind die Unterschiede in England und Holland gewesen sind. Also warum ist dann das Kapital nicht in gleicher Art und Weise als Bedrohung wahrgenommen und könnte man vielleicht als Erklärung dafür doch wieder auf Erklärungen zurückhalten, die nicht nur innerhalb dieser materialistischen Analyse zu sehen sind. Also zum Beispiel jetzt bezüglich für Deutschland die romantische Tradition, die wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, wenn man versuchen will zu verstehen, wie die spätere Entwicklung kann. Also ist das ungefähr darüber, was ich meine vielleicht? Ja, die romantische Tradition erklärt Russland und Frankreich nicht. Ja, es gibt eine, man kann es nicht nur auf Deutschland beziehen. Aber der Unterschied zwischen England und Holland ist sehr klar. Und ein Unterschied ist, das sind Länder, die kapitalistisch waren seit dem 17. Jahrhundert. Ja, und das heißt, Industrialisierung passierte innerhalb schon ein total durchkapitalisiertes Land. Das heißt, das Umgang mit Kapital ist eine andere gewesen, historisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser historische Unterschied zwischen England, Holland auf der einen Seite, Frankreich, Deutschland und so weiter auf der anderen Seite belanglos sei. Ja, weil es ist gerade diese Länder, die sehr früh kapitalistisch waren, wo Antisemitismus
das heißt in diesem Form, keine große Rolle gespielt hat. Ich möchte Boris Postone nicht widersprechen. Er erklärt in brillanter Weise, was die ideologische Basis ist des modernen Antisemitismus. Aber man kann eins allein aus diesem Ansatz heraus nicht erklären, wieso es gerade in Deutschland wirklich auch zur materiellen Kraft wurde und durch eine Bewegung umgesetzt wurde. Weil genau an dem Punkt muss man zugreifen auf konkrete Interessen. Das heißt, man muss die Frage klären, welche Interessen hatte das deutsche Monopolkapital genau in dieser Situation, dass es genau auf diese Ideologie rekurrieren musste? Entsteht das im Widerspruch zu, was ich gesagt habe? Aber ich meine, es ist nicht nur eine Frage, obwohl ich stimme dir überein, es ist auch eine Frage von Interessen, aber das konkrete Ebene kann nicht nur auf der Ebene des, die Interesse erklärt werden. Zum Beispiel, Ideologie spielt weiterhin eine Rolle. Der wichtigste Geldgeber für die Nazis in den 20er Jahren ist Henry Ford. Ja, ist keine deutsche Großkapital, ist Henry Ford. Henry Ford, der hat seine eigenen antisemitischen Bücher geschrieben. Ich glaube nicht, dass Ford besondere wirtschaftliche Interesse hatte, die Nazis zu fördern, aber er hat sie gefördert, und zwar auch aus ideologischen Gründen. Der andere große Geldgeber ist der Gathering gewesen, er hat andere Interessen. Er ist der Shell Oil Mann gewesen, und die Bolschewisten haben natürlich alle seine Ölquellen in Baku beschlagnahmt, und er hat ein großes Interesse, eine antibolschewistische Bewegung hochzubringen in Deutschland. Natürlich gibt es Interessen, aber die Interessen sind auch verschieden, und in Fords Fall, sie waren auch ideologisch getrieben. Aber auch es gibt die andere Frage, jetzt unabhängig von den Interessen, obwohl ich bin mit dir einverstanden, diese Regierung wurde nicht diese sogenannte Machtergreifung würde nicht stattfinden ohne diese Interessen. Aber auf der anderen Seite, Nationalsozialismus ist doch eine Massenbewegung gewesen. Und man muss das auch erkennen, das ist eine Massenbewegung. Der dem Referat von Postone zugrunde liegende Aufsatz wurde ursprünglich für eine amerikanische Publikation geschrieben. Auf Deutsch ist er in leicht abgeänderten und gekürzten Versionen erschienen. Er findet sich unter anderem in dem Buch »Küsst den Boden der Freiheit – Texte der Neuen Linken«, das von der Redaktion Diskurs in der Edition Ideearchiv herausgegeben wurde. Er findet sich beispielsweise auch in dem von Michael Wertz herausgegebenen Band »Antisemitismus und Gesellschaft« oder in der Nummer 4-5 der Zeitschrift »Kritik und Krise«. Texte zu diesem Aufsatz finden sich unter anderem in der Zeitschrift Bahamas Nummer 25, in der Zeitschrift Weg und Ziel Nummer 1,97 und Nummer 3,99 und in der Zeitschrift Kritik und Krise Nummer 6. Gestaltung der Sendung Stefan Griegert und Robert Zöchling. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.